Am 3. Oktober 2013 sank vor der Küste der italienischen Insel Lampedusa ein Boot mit Flüchtlingen vom afrikanischen Kontinent. 400 Menschen verloren an diesem Tag ihr Leben. Ein Großteil der Menschen stammte aus Eritrea. Gelingt die Flucht, drohen nicht selten Verschleppungen und daraus folgende Lösegelderpressungen gegenüber den Familienangehörigen im Land. Eritrea wird nach dem Freedom House Index als unfreies Land eingestuft und bekommt dort für die Punkte Pressefreiheit, legaler Rechtsrahmen und politische Rahmenbedingungen die schlechteste aller möglichen Benotungen. In dem Land hat es noch nie demokratische Wahlen gegeben. Die für 1997 angesetzten Wahlen wurden verschoben und sind auf unbestimmte Zeit immer noch verschoben. 2015 hat es einen UN-Menschenrechtsbericht zu Eritrea gegeben, der als einführenden Satz unter anderem hatte: Es ist nicht das Recht, das Eritrea regiert, es ist die Furcht. Weitere Ergebnisse waren: Es gibt kein funktionierendes, unabhängiges Rechtssystem. Es gibt extra legale Hinrichtungen, Menschen, die verschwinden, und es gibt Folter im Land. Die UN schreibt als auch in gewisser Weise Resümee: Die Eritreer entfliehen schlimmsten Menschenrechtsverletzungen in ihrem Land und sind daher auf internationalen Schutz angewiesen. Der Repräsentant Eritreas bei der UN hat bei einem Statement vor der Internationalen Organisation für Migration folgende Statements abgegeben. Ich habe sie jetzt hier in Englisch im Original, ich würde sie kurz in Deutsch vorlesen. Ein verzerrtes und düsteres Bild von Eritrea wurde und wird bewusst immer wieder erneuert, das mit der Realität nicht übereinstimmt. Welche Motivationen auch immer verschiedene Aufnahmeländer verfolgten und verfolgen, diese verfehlte Politik verstärkt die irreguläre Migration aus Eritrea heraus. Diese falsche Politik schadet nicht nur Eritrea und seiner Jugend, sondern beeinflusst auch die gesamte Region, Aufnahme- und Transitländer. Die Geschichte Eritreas ist eigentlich eine Fluchtgeschichte eigentlich, ja, seit fast 2000 Jahren. Immer Kriege, Auseinandersetzungen, auch geopolitisch auch bedingt. Das Schlimmste ist, dass die Jugend das Land verlässt. Das heißt, das Land blutet aus. Was passiert mit Eritrea, wenn es auch überhaupt Demokratie gibt oder Frieden geben soll? Man sieht es auch im Alltag des Lebens in Eritrea auch, wo es keine jungen Menschen gibt, die kräftig genug sind, auch das Land zu bewirtschaften, zu arbeiten, körperlich zu betätigen. Das sind auch die faktischen Folgen, die wir auch erleben, die viele Menschen auch heutzutage in Eritrea erleben. Es geht nicht nur um große Ökonomie, um Überlebensfrage oder Diplomatie oder Verfassung oder Freiheiten. Es geht ums Überleben. Das Paradoxe ist, dass die 12. Klasse in einer Kasernenschule in Zawa stattfindet. Das ist, um einfach Zugriff auf die Jugend zu haben. Da können sie nicht entkommen. Wenn sie gut genug sind in der Schule, besonders diese sogenannten Colleges, die Uni wurde im Jahre 2003 abgeschafft. Es gibt diese vom Militär konzentrierte Colleges. Und dazu haben nur bestimmte Leute Zugang, die bestimmte Voraussetzungen auch erfüllen. Das Individuum zählt nichts. Im Mittelpunkt steht das Regime. Fast 5000 Eritreer verlassen das Land pro Monat. Wenn man das hochrechnet, seit fast 15 Jahren, das sind immense Zahlen. Und das sind junge Menschen, Frauen, Studenten, Intellektuellen, die das Land verlassen. Vor der Unabhängigkeit sagt man, dass fast 1,5 Millionen Eritreer im Ausland lebten. Die meisten waren in Äthiopien, Sudan und in den Nachbarstaaten, das heißt arabische Staaten. Und auf dem Weg, wenn sie endlich auch das Land verlassen haben,
finde sie Menschenhandel, Organhandel, Gewalt, wieder Folter. Das sind auch viele internationale Ärzte auch daran verwickelt. Das ist ein anderes Thema. Über Israel, Amerika, wo es auch wirklich Ärzte mit einem Helikopter zu diesen Lagern, Gefangenschaften kommen und junge Männer einfach aufschneiden und dann die Organe mitnehmen. Als persönliche Note, ich bin ja auch ja davon betroffen. Was mir schwerfällt, ist eigentlich nicht das Regime jetzt eigentlich. Ja? Ich habe damit kein Problem, aber was passiert denn, wenn das Regime verschwindet? Weil es steht ein Vakuum. Viele Menschen haben das Land verlassen, sie werden auch nicht mehr zurückgehen. Was passiert dann? Wie kann das Land wieder aufgebaut werden? Viele Menschen, die damals auch mit Hoffnung begonnen haben, einen hohen Preis bezahlt haben, haben wieder die Hoffnung verloren. Diese Hoffnung wieder aufzubauen, das wird das Schwierigste sein, denke ich mal, nach der Ära Isaias Afwerki oder nach der Ära des Regimes eigentlich. Das ist meine persönliche Sorge. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Beiden Podcasts der Veranstaltung können Sie sich in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal www.youtube.com/user/hausamdon anschauen.